Sag mal, das klingt jetzt gerade, als ob ich mit Stöckelschuhen hier hochlaufe. Lass die Wäsche an, ich weiß es ja nicht. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. The Hunter 2015. Der Jagdsimulator. Nee, die bleiben stehen. Die ruhen sich gleich aus. Die ruhen sich nicht aus. Das Dumme ist echt krass. Hoppla! Okay. Oh ja, gar nicht schießen, ey. Warum laufen die denn so haken hier? Ja, Tino, guck mal, wo der hinrutscht. Das ist ja wie im Wilden Westen hier. Wir müssen nicht schießen, weil der die Hitboxen von den Spielern erkannt hat. Also, das ist doch bescheuert. Ach komm, fall halt einfach um, du blöder Penner. Oh, du Schande, ey. Jetzt fällt er. Seid ihr. Ja, also. Ja, wenn die rennen, da ist scheiße. Geht schon, aber da brauchst du mehr Skill auf der Waffe. Das funktioniert sonst nicht. Mit den 12 Versuchen gleich gar nicht. Nee. Ja, vor allen Dingen, das Problem ist ja echt, also ohne das Scope ist es ja total ätzend, ey. Das ist ja noch aber mehr. Aber wo ist der eine jetzt hingerutscht? Glücksspiel. Der ist ja hinten komplett runtergerutscht. Normalerweise müsstest du jetzt wieder eine Ebene tiefer. Du Ach hast... komm. Wie soll ich sagen, nicht Level abgeschossen. Du hast das halt... dann eigentlich eher laufen. Oh. Solche Informationen bitte vorher. Du hast gesagt, ich schieße ab. Halten wir dich davon nicht ab. Nee, ich habe nicht gesagt, schießen ab, aber Klicky hat dann gesagt, sollten wir nicht langsam schießen. Und da habe ich gedacht, okay. Mindestens auf den Ehen. Ja. Also hier unten wäre jetzt das Plateau, wo ihr gesagt habt, wahrscheinlich wo die liegen sollten. Was? Und zum Fernglas raus. Alter. Ist ja schon so übel. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Da und. Das ist so das graue, das bisschen etwas, das ist ein viel weiter oben gewesen, das ist ja das Problem. Achso. Na, das hier unten müsste jetzt Tinus runtergerutscht sein, ja. Bock. Alter Bock. Oh, oh, oh. Jetzt ist er aber gerutscht. Siehst du ein Klicky? Nee. Was da runter? Puh. Die anderen, Herr Harald? Bitte? Also die anderen jetzt sicher, die jetzt hier gefallen sind? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe hier zwar Spuren, aber ich weiß nicht, wie schauen denn Blutspuren aus? Auch so Moment, ich sehe ihn, ich markiere ihn dir. Na, da innen doch fast hinten an der Wand. Richtig. Wir haben die bis jetzt 30 Meter, lauf mal weiter geradeaus, Kannst, hier kannst du jetzt ruhig laufen, hier ist nichts mehr. Was kann ich? Ja, kannst du laufen, aufrecht laufen. Wieso? Weil hier passiert sowieso nichts mehr. Also hier müssten wir wieder runter, das wird sonst zu steil. Also hier soll er irgendwo rumliegen, oder was? Richtig, aber du rennst gerade. Nicht dran. Ach, rennen darf ich nicht. Ja, aufrecht. Na, ein Stress hier. Komm her. So, wo ist jetzt hier? Ich brauch doch erstmal eine Blutspur, oder? Du brauchst erstmal eine Blutspur, das ist richtig. So, ja, komm mal hier, erst zum Beispiel. Komm, ich hab doch das hier die Wand drüber gelaufen. Wo bist du denn? Hier. Genau, und da komplett runtergerutscht. Ich hab. Genau. Guck mal, was hier liegt. Guck mal, Klicky. Da liegt er. Huch! Ja. Das ist aber ein großes Tier. Also wenn du dort weiterläufst, ich glaube, wir gucken mal, ob das runterrutscht. Da guckst du jetzt drauf, links, machst Linksklick. Genau. Ja, komm ich hin. Da schön. Den hast du sogar getroffen. Ja! Unglaublich. Mit der Flinte! So, mal und gucken, jetzt, wer den hier erschossen hat. Kann ich jetzt, jetzt kann ich ein Foto machen, ne? Jetzt kannst du Linksklick, also du kannst jetzt ein Foto machen oder kannst halt resumen, ja. Wie geht denn das Foto? Das Foto, du klickst erstmal oben. Mit Linksklick? Auch? Achso, ja, mit links. Boah, Trophäenwert 100. Also, ich denke mal, ein guter Haltungszustand, ja. Annehmen. Du kannst dann aber auch mit Leertaste und so, kannst du alles noch bearbeiten auf dem Foto. Also, du kannst deine Figur raus und reinziehen, du kannst ihn hochschmeißen in die Luft und so. Ich habe ihn jetzt in die Hosentasche gesteckt. Alles klar. Das hast du richtig gemacht. Also der Kill, der Abschuss wird mir quasi auch gewertet, ganz normal jetzt. Ja. Hab ich ja schon zwei erlegt. Oh. Plus die anderen, die wir nicht gefunden haben, ne? Bin hier oben, wir müssen halt noch eine Etage höher, das ist halt das Problem. Ja.
Die kriegen jetzt alle den. Also, ihr kriegt jetzt jeder einen Abschuss oder wie läuft das? Nein. Nein, nein, drück mal F3. Ja. Aha. Du hast zum Beispiel. Du hast einen abgeschossen, nur gesichtet. McManus hat zwei abgeschossen, nur gesichtet. Ich habe nur geschossen, drei gesichtet. Und Klick hat. Ja, ja, ja. Wieso war noch ein anderer hier rumgelegen oder was? Der zweite oder was? Also, nee, das ist jetzt ja die Gesamtübersicht. Das sind ja wir. Und das ist ja so Gesamt-CSS, höchster CSS-Abschüsse und Sichtungen. Das ist mir schon klar, aber McManus hat den allerersten abgeschossen und dann jetzt gerade noch einen oder wie? Deswegen hat er zwei Abschüsse, hat aber also, keine Vierer gesichtet. Also dementsprechend hat er nicht mit Scope lang genug drauf gehalten, mit der Umrandung und so weiter und so fort. Das ging ja auch nicht, da kann ich draufhalten, wie ich will. Dauert auch eine ganze Weile. Bist du bei mir Glück oder bist du Gott? Ich bin hoch zu schon unterwegs. Also bist du auch schon gerade unterwegs, gut. Denn wir müssen halt noch eine Etage höher auf den Berg hier drauf. Okay, und das Sichten gibt auch schon Punkte. Nee, das Sichten gibt keine Punkte, aber damit erhöhst du dein Skill von der jeweiligen Tierart. Genauso wie wenn du die ganzen Sporen analysierst, steigst du halt in der Spornsuche auf und du kriegst dann halt präzisere Angaben. Wenn du jetzt zum Beispiel Level 1 von den Ziegenböcken bist, dann zeigt er dir zwar an, wie ungefähr er gelaufen ist, aber das ist halt auch nur sehr vage. Wenn du dann, was weiß ich, Level 10 bist, zeigt er dir dann schon eine exaktere Richtung an und so weiter und so fort. Und du kannst dann halt sehen, beim Scheißhaufen, der Scheißhaufen ist 10 Minuten alt oder 50 Minuten alt, daran kannst du dich dann orientieren. Ja, der war jetzt gerade hier oder der ist schon wieder 10 Meter weiter, so auf Deutsch. Das erkennt das Hunter-Mate, dass der Scheißehaufen 10 Minuten? Mhm. Also der muss nicht seinen Finger reinstecken oder so. Nein, das erkennt der Hunter-Mate schon automatisch. Ich dachte schon, er muss seinen Finger reinstecken und anhand der Temperatur. Vielleicht nimmt er ihn auch mit dem Mund auf, um das zu prüfen. Ich traue diesen Jägern ja einiges zu. Sag mal, das klingt jetzt gerade, als ob ich mit Stöckelschuhen hier hochlaufe. Bleibst du welche an? Ich weiß es ja nicht. Ja, warte mal. Ich habe keine Beine. Oh Gott sei Dank. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, ne? Komme ich jetzt hier nicht in Schwulitäten. So. Der Brüller, ey. Mit Kimme und Korn. Das war wohl Duseln, wat? Weil die haben sich ja ganz schön schnell bewegt. War das so ausgemacht, dass die so im Zickzack laufen, die Arschgesichter? Eigentlich sollten die direkt auf dich zulaufen, ne? Ja, so war das. Ich dachte, das wäre so. Also, kurz davor stehen bleiben. Ja, und ich dachte, die hätten auch so ein bisschen so gelbe und rote Fähnchen dabei. Ihr habt das vorher nicht alles genau ausgemacht, gibt's doch zu. Das war nicht abgesprochen. Das steht nicht im Vertrag. Was Gesichter, Glück? Ja, da hinten ist einer getrabt. So, das hier ist jetzt eigentlich quasi die höchste Stelle. Ich bin auf der höchsten Stelle. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie in den Winnetou-Filmen hier. Mhm. Da oben. Schön ist, wenn du da dann runterschaust, die Aussicht. Also, Problem wird wohl sein, da kommen wir nicht ran. Ne. Also, ihr meint, die sind ganz da oben? Wir müssten immer oben drauf und dann halt von oben auf das Plateau runterzukommen. Da kommen wir nicht drauf. Da auch hinten rum geht nicht, oder was? Nee. Weil der Berg nimmt ja überall so eine Steilfahrt auf. Das ist ja fast ein bisschen ärgerlich. Komm, das sind doch nur 2 Meter da, das kann doch nicht wahr sein. Dreck. Ja, und nu? Aber da hinten kann man doch vielleicht noch hoch. Vorsicht daran, dass du runterfällst und er fällt. Ich fall doch nicht runter, ich bin eine Gemse im ersten Leben gewesen. Ich rutsche absichtlich runter, das ist Skifahren. Alles Absicht. Warum kann der eigentlich springen? Weil das hier kein Hürdenlauf ist? Also, springen? Warum willst du denn hier springen? Keine Ahnung, kann man ein bisschen höher sehen oder so vielleicht? Ja, ja, ja.
nehmen. Habt ihr noch einen? Nee, ja. Hinten ist ja noch runtergetraubt noch. Ja, aber so ein Ding, also wir, normalerweise wären wir jetzt auch vom Zeitlimit her schon fertig. Ja. Aber wir sollten doch, ich will doch da vielleicht, also eventuell kann man doch da noch hoch, wer weiß. Ich bräuchte noch 10 Minuten. Ich versuche jetzt da noch hochzukommen, das muss doch noch gehen. Das war auf der anderen Seite, wo die runtergefallen sind, ne? Ja. Oder habe ich komplett die Orientierung schon wieder verloren? Nö, noch links, also die sind links runtergefallen. Im Endeffekt bewegst du dich da jetzt mit einem. Machst du jetzt eh mal komplett um den Berg rum. Ah ja. Ich habe halt noch die Hoffnung, dass er mir irgendwie vor die Füße fällt. Batsch. Ich meine, der ist tot, der hat doch nichts mehr zu verlieren. Warum versteckt er sich? Sind wir doch mal ehrlich, oder? Oh, wird es jetzt dunkel? Nee. Laut Houndermate ist es 11.34 Uhr. Es kann auch sein, dass hin und wieder mal so eine Nebelwand kommt. Und wenn du manchmal ins Tal geschaut hast, hast du ja auch gesehen, wie die Wolken entstehen. Wir sind ja jetzt schon über den Wolken. Also hin und wieder entsteht da unten so eine und die zieht dann so über den Berg, dafür verschwindet halt die Sonne dann. Das ist jetzt echt ärgerlich. Das macht mich ein bisschen sauer. Wo ist eigentlich Klicky? Rechts von uns. Ich bin ja drüben in den Latschenkiefern. Scheißen Dreck, hey. Sieht nicht gut aus. Nee. Warte mal, du bist hier. Naja, du siehst hier, der Berg nimmt überall so viel, so schnell Steilfahrt auf, du kommst da nicht hoch. Ja, ich habe halt gedacht, dass man vielleicht da hinten rum und ja. Ja, da würden wir ja immer um den kompletten Berg latschen. Ach man, warum kann der nicht einfach runterfallen? Doch scheiße. Ja, das war blöd, auf jeden Fall. Deswegen, bei denen musst du immer aufpassen, genau wie der Wand, wo du schießt. Können wir nicht einfach im Wald Rehe erschießen? Was? Im Wald Rehe erschießen? Kannst du auch, aber da musst du halt nicht so aufpassen, ne? Und du müsstest jetzt 4 Kilometer zurücklaufen. Ja, du könntest dich schon gleich runter zum Zelt. Also man könnte sich jetzt aber da runter zum Zelt teleportieren lassen, ja. So zum Haushalt. Genau, was du machst, Klicky. Was mach ich denn? Siehst du gerade, dass ich hier hinter dem Stein hocke und gerade versuche, ein Geschäft zu verrichten? Ja. Ich schon den Hanky. Spuren gibt's ja massig, ne? Was gibt's ja massig? Aber ihr seid ja, glaube ich, aufrecht dort hochgelaufen. Ach, Quatsch. Das ist schön, wie sie alle drei auf der Kuppe dort über sind und da haben sie schön mit dem Fernglas nach unten setzen. Meinst du, wir finden da nichts? Was? Neue Spur. Flüchtend. Okay. Na, die werden alle drüben runtergelaufen sein. Ah, Mann, ey. Steinböcke sind Arschgesichter. Die Hand. Okay. Der sagt, ich soll da hochgehen. Jetzt habe ich irgendwie Blut geleckt. Ich will jetzt irgendwie noch was töten. Oder diese komischen anderen Viecher finden. Ja, schlecht wär's nicht. Aber wir laufen jetzt einmal außen rum. Jetzt sind aber noch nicht einmal rum, ne? Nee. Naja, aber die Landschaft ist ja schön. Die ist atemberaubend. Massenhaft Spuren hier, aber irgendwie keine führt zum Erfolg. Naja, jetzt bin ich da irgendwie so einen komischen Steinbock ziehender Weiß. So, jetzt ist er flüchtend. Läufst du geduckt oder aufrecht? Ich laufe natürlich geduckt. Was denkst du ja, denn? Ja, aber das ist so allgemein, die lassen ja mehrere Spuren. Ne? Der eine Spur hat sich dann irgendwann mal erschreckt, deswegen ist er damit immer flüchtend. Muss ich nicht unbedingt an dir gelesen haben, der kann ja schon vorher weggerannt sein.